Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Eisel. Und ja, ich dachte mir, wir spielen mal wieder eine kleine Runde The Eisel und heute mal als Tyrannosaurus Rex, kleiner Neugeborener, mit einer sehr auffälligen Farbgebung, aber die finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Und mein großes Ziel ist es heute, mal zu wachsen. Also wir sehen ja hier 0,51 von 1 haben wir und ich würde gerne diese 1-0er-Marke erreichen. Dafür brauche ich auf jeden Fall Essen und Trinken als allererstes. Ihr seht schon, das Essen ist ein wenig runtergegangen. Aber wir werden uns jetzt direkt auf die Essenssuche begeben. Trinken können wir, glaube ich, hier sogar schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das ist sehr gut. Das heißt, ein Trinkspot haben wir schon. Das ist auch immer so ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl, ne? So. Okay. Aber Trinken haben wir sogar voll. Das heißt, wir müssen uns gleich auf jeden Fall auf die Essenssuche begeben. Oh. Habt ihr das gehört? Da werden wir mal hingehen. Geräusche sind immer gut. Das verheißt, dass dort eventuell Beute auf uns wartet. Ihr habt mir beim letzten Mal auch einige Tipps unter das letzte Video geschrieben. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Da müssen wir mal kurz hingehen. Auf die Tipps gehen wir gleich ein. Ich schwimme mal eben kurz hier rüber. Ist das so eine heiße Quelle oder was ist das? Sieht so aus, ne? Das heißt, das Geräusch von vorhin war anscheinend nur hier das Wasser. Okay, gehen wir nochmal auf die Tipps ein. Genau, ihr habt mir einige Tipps gegeben, unter anderem, dass ich mich auf H hinlegen kann und meine Ausdauer regenerieren kann. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und noch was viel wichtiger ist, wir können auf Q, wenn wir das gedrückt halten, das ist wieder die heiße Quelle, können wir schnuppern und gegebenenfalls essen und trinken, ja, erschnuppern. Hier diese goldenen Dinger scheinen mir Fuß. Oh, eine Gruppeneinladung, gerne. Da bin ich dabei. Habe ich die jetzt angenommen? Ich hoffe. Ja, das sind hier Fußspuren, diese goldenen Dinger. Und Wasser ist wohl so blau. Da hinten ist auf jeden Fall unser Mate. Aber wo finde ich jetzt Futter? Ich muss wahrscheinlich auch Fußspuren oder sowas finden. Oder muss ich da oben in Richtung dieses Pfeils gehen? Das kann auch sein. Und wir haben sogar zwei neue Gruppenmitglieder. Vielleicht können wir die irgendwann mal treffen. Oh, Leute, da vorne sehe ich einen anderen Raubsaurier. Ich glaube aber, der ist schon größer als ich. Seht ihr den in der Ferne? Kann man wahrscheinlich sehr, sehr schwer erkennen, nur. Frage ist jetzt, meint ihr, der ist freundlich? Wenn ich da hingehe? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Versuchen wir es mal so ein bisschen ranzupirschen und mal ein bisschen zu beobachten. Das kann ja auf keinen Fall schaden. Problem ist nur, ich will... Da jetzt sieht man ihn gut. Seht ihr ihn da oben? Oh, der ist auf jeden Fall viel, viel größer als ich schon. Aber das ist auch ein T-Rex, kann das sein? Wir regenerieren mal kurz unsere Ausdauer und dann werden wir uns vielleicht mal ein bisschen ranpirschen. Okay, Leute. Ich habe hier die Fußspuren von ihm entdeckt und er ist wesentlich größer als ich. Seht ihr das? Der Fußabdruck ist fast so groß wie mein Dinosaurier. Wir sollten da vielleicht nicht hinterhergehen. Weil der ist, glaube ich, eher eine Gefahr für uns, als dass er uns helfen wird, Futter zu finden. Ich versuche mich jetzt erstmal in Richtung Ultra-Bombs zu begeben, also unserem Mate, der uns gerade eingeladen hat. Und dann schauen wir mal, ob der vielleicht Nahrung für uns hat. Bin jetzt schon einige Meter gelaufen und es ist gerade angefangen zu regnen. Und hier ist auch so ein kleiner Fluss, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist. Hier können wir nochmal eben schnell trinken. Vielleicht finden wir auch hier anlang dieses Flusses Nahrung. Weil ich meine, andere Saurier werden ja auch vom Wasser angelockt. Man könnte es auf jeden Fall versuchen. Kann aber auch gefährlich sein, weil wenn wir jetzt hier einen größeren Fleischfresser, der hungrig ist, natürlich treffen, haben wir da ein bisschen die Arschkarte dann. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen den Fluss entlang. Die Richtung stimmt ja einigermaßen mit der Richtung von Ultrabombs. Und dann gucken wir mal. So, ich bin jetzt ein ganzes Stück gelaufen. Bin jetzt hier ja sozusagen an einem Abhang von einem Berg. Und ihr seht, der Ultrabombs, der scheint mega, mega weit entfernt zu sein. Ich weiß nicht mal, ob er noch hinter diesem großen Berg ist oder irgendwo davor im Dschungel. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da noch ganz hinzulaufen. Ich brauche dringend auch Futter und Nahrung. Also ihr seht es ja gerade unten rechts, wird gerade eingeblendet. Ich bin schon kurz vorm Verhungern. Das ist absolut gar nicht gut. Wir müssen jetzt dringend Futter finden. Wir versuchen jetzt nochmal eben hier ein bisschen zu schnuppern. Und vielleicht finden wir dann ja was. Also Wasser scheint es hier, an Wasser scheint es hier nicht zu mangeln. Hier vorne ist schon wieder so ein kleiner Fluss oder sowas. Aber irgendwie kann ich gerade auch keine Fährte aufnehmen.
Oder muss ich einfach nur lang genug gedrückt halten? Das ist jetzt auch wieder eine Frage. Keine Ahnung. Ich brauche wirklich, wirklich dringend Nahrung. Das Schnuppern scheint gerade nicht zu funktionieren. Kann natürlich auch sein, dass es am Regen liegt. Ich weiß es nicht. Trinken erstmal nochmal einen Schluck. Ah, scheiße, wir sind voll. Ja, dann müssen wir jetzt unbedingt was zu futtern finden. Geht nicht anders. Wir werden angegriffen von etwas. Leute! Was ist das? Ich kann es nicht angreifen. Es hat einen kleineren Wendekreis als ich. Gott, ich bin echt schlecht im Kämpfen, glaube ich. Ich werde von einem kleinen Vieh gefressen. Oh mein Gott. Okay, wir haben es geschafft. Oh, ich glaube, das war aber ein NPC. Der hat ganz schön komisch gekämpft. Wo ist er denn jetzt? Bin ich doof? Ich sehe ihn nicht mehr. Oh nein. Wo ist mein Futter? Bin ganz schön stark angeschlagen. Ich finde mein Futter nicht mehr, Leute. Ach, da liegt er. Okay, ich habe ihn gesehen. Eieiei. Ey, der hat aber auch einen Wendekreis, der T-Rex, ne? Unglaublich. Aber wir haben jetzt was zu essen. Das ist schon mal sehr gut. Aber unser Trinken ist auch irgendwie angeschlagen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Gehen nochmal ein Stück zurück. Trinken uns eben voll. Unser Bildschirm ist ganz schön blutverschmiert. Aber das hat uns jetzt, glaube ich, gerade das Leben gerettet, weil ich war kurz vorm Verhungern. Gehen jetzt schnell hier nochmal was trinken. Oh Gott, ich verdurste gerade. Wie kann das denn sein? Ich war doch gerade noch voll. Oder was? Ah nein, ich blute, glaube ich. Oh Gott, wie kann ich das denn lindern? Ich hopp mich mal eben hin. Vielleicht hilft das ja. Ich glaube, ich sterbe gerade wegen so einem kleinen... Was auch immer das war. Ich weiß jetzt nicht, was mich da angegriffen hat. Aber das mit dem Wachsen scheint schon mal nicht so gut zu funktionieren. Ein bisschen was haben wir geschafft, aber nicht viel. Ich hoffe, ich überlebe das irgendwie. Also das mit dem Bluten ist nicht besser geworden und ich kann mich auch irgendwie nicht mehr bewegen. Ich glaube, das war's was mit uns. Ihr seht ja, wie das Blut hier runtertropft. Ach du Schande, ich kann mich gar nicht mehr bewegen jetzt. Das ist nicht gut. Ich kann auch nichts mehr trinken. Also entweder bin ich jetzt verbuggt oder wir werden jetzt hier sterben. Und die Nahrung geht schon wieder runter. Das hat fast nichts gebracht, das Futtern von dem kleinen Ding. Ja, wir werden jetzt wohl oder übel verhungern, denke ich mal, wenn ich mich nicht bewegen kann. Und wir sind bewusstlos geworden und ich glaube, das war's mit uns. Das war der erste Versuch mit einem Tyrannosaurus Rex. Wir werden es natürlich nochmal versuchen. Selbstverständlich. So, Versuch Nummer 2. Diesmal sehen wir etwas anders aus. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit der Nahrungssuche. Also wir werden direkt mal schnuppern und schauen, dass wir hier Futter finden. Nicht, dass es wieder so knapp wird. Ich will es unbedingt mal schaffen, die nächste Stufe zu erreichen beim Wachstum. Kann es sein, dass das Riechen nicht richtig funktioniert, wenn es regnet? Also seit es regnet, habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr Fährten von anderen Sauriern und so aufnehmen. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Würde ich sagen, begebe ich mich jetzt erstmal so auf die Suche nach einer Wasserquelle. So, Wasserquelle gefunden. Das ging ja recht fix. Sogar einen sehr schönen Wasserfall hier mit einer Höhle. Oh, wie schön. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Das könnte auch hier mein Zuhause sein. Ich bin jetzt den Fluss bis zum Ende gefolgt, wie ihr seht. Und weit und breit kein einziger Dinosaurier. Nichts, was ich fressen könnte. Das ist echt doof. Das sieht schon wieder gar nicht gut aus hier. Ich meine, die Nahrung ist noch relativ hoch, aber dass ich hier nichts finde, ist schon wieder gar kein gutes Zeichen. Ich versuche nochmal etwas zu erschnuppern. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, seit es regnet, funktioniert das Ganze hier nicht mehr. Oh, da vorne ist was. Leute, seht ihr das? Das ist ein Vogel oder sowas. Habe ich das richtig gesehen? Wir sneaken uns mal ein bisschen ran. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt da hinten. Sehr, sehr klein. Aber ich glaube, das ist ein Vogel oder so ein Raptor oder sowas.
Wir müssen jetzt ganz leise sein und gleich schnell zuschlagen. So nah wie möglich heranpirschen. Oh Gott, er scheint in unsere Richtung zu gucken. Okay, versuchen wir noch im Busch vorzugehen. Und dann schlagen wir gleich zu. Okay, let's go. Wir schlagen zu. Oh Gott, das mit dem Zubeißen, das muss ich echt noch lernen. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist, aber wir haben ihn erlegt. Okay. Dann haben wir zumindest schon mal den ersten Snack. Das ging jetzt auch recht einfach. Puh. Damit haben wir schon mal den ersten Hunger etwas gestillt, hoffe ich. Ja, unser Futter ist wieder voll. Sehr gut. Und damit haben wir den ersten Schritt getan in Richtung Wachsen. Ihr seht schon, das ist noch ein weiter Weg vor uns. Aber ich werde jetzt gucken, dass ich direkt das nächste Beutetier suche. Ich höre hier irgendwas schreien in meiner Nähe. Nächster Saurier, Leute. Ein großer. Oh Gott, ein großer. Wir müssen fliehen. Wir müssen fliehen. Versuch Nummer 3. Mitten in der Nacht. Hier vorne scheint direkt Saurier zu sein. Ich weiß, ihr konntet es wahrscheinlich gerade nicht erkennen. Aber ich konnte es... Ja, da vorne läuft was. Zwei große Saurier. Sie kommen auf mich zu und sie fressen mich. Versuch Nummer 4. Okay, der Regen hat aufgehört und ich scheine wieder was zu riechen. Und ich sehe nur meine Fußabdrücke hier. Wie es aussieht. Das heißt, wir scheinen jetzt hier erstmal relativ alleine zu sein. Wir nutzen mal eben kurz die Gelegenheit und gehen kurz was trinken. Oh, wie abgespaced das aussieht. So, wir gehen schnell was trinken. Und wir sind sogar voll, also... Alles entspannt. Und dann begeben wir uns wieder auf die Futtersuche. Okay, ich habe die Witterung oder die Spuren von jemand anderen aufgenommen. Irgendein anderes Tier ist hier vorne. Ich kann nur leider fast nichts erkennen, weil es so dunkel ist. Aber ihr seht da vorne die goldenen Spuren. Wir schnuppern nochmal eben. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Tier größer ist als ich. Weil jetzt in der Nacht, es fällt mir super schwer, irgendwas zu sehen. Ich habe gerade schon alle Fenster und so zugezogen, damit ich überhaupt was erkennen kann. Aber es ist einfach so dunkel. Verfolgen jetzt mal die Spuren. Scheinen aber kleine Spuren zu sein. Oder sind das meine eigenen? Mach jetzt keinen Scheiß. Ich höre doch hier was. Da! Okay, wir haben was gefunden. Puh! Das ist schon mal sehr gut, weil wir waren wieder kurz vorm Verhungern. Wollen das jetzt mal eben futtern. Ihr seht schon, unten rechts jetzt die Leiste. Die war schon sehr, sehr weit unten wieder. Das hilft uns jetzt erstmal. Und die Nacht haben wir fast überstanden. Ich dachte schon, wir schaffen es nicht über die Nacht. Aber wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Nahrung gefunden. Müssen natürlich jetzt direkt weitersuchen. Ich würde sagen, wir schnuppern nochmal eben. Vielleicht finden wir ja noch so einen schönen Vogel. Das da hinten sind wahrscheinlich meine Spuren. Da vorne riecht es nach Blut. Ist das das, wo ich gerade gegessen habe, ne? Ich geh mal gucken, ob es da noch was zu futtern gibt. Wahrscheinlich nicht. Doch, da gab... Ich konnte gerade noch irgendwas machen. Kann ich noch weiter essen hier? Irgendwas konnte ich gerade mit E anklicken. Habt ihr das gesehen? Ganz kurz aufgeleuchtet. E to eat. Tatsächlich. Ich schnupper nochmal, damit ich das sehe. Aber dieses... E2Drink und E2Eat, das ist alles so ein bisschen schwammig und ungenau, habe ich das Gefühl. Die, die das schon mal gespielt haben, das Spiel, wissen sicherlich, was ich meine. Aber jetzt sehe ich das nicht mehr zum Beispiel. Das ist jetzt weg. Aber ich habe doch gerade alles gegessen, oder nicht? Hm. Sehr verwirrend. Keine Ahnung. Und diese ganzen Fußspuren, das sind wahrscheinlich jetzt alles meine. Egal, ich werde mich mal ein bisschen weiter bewegen und dann gucken wir mal, ob wir noch was finden. Statt Essen habe ich jetzt hier so eine...
menschlich erbaute Basis oder irgendwas, was auch immer das hier sein soll, gefunden. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas zu finden, ich weiß es nicht. Oha, was ist das denn hier? Kann es leider sehr, sehr schlecht erkennen, weil es so dunkel ist. Hier sind so zwei Rohre. Aber mit der Nachtsicht sehe ich auch gut die Fußabdrücke. Vielleicht sollte ich die mal ein bisschen mehr benutzen. Aber die ist halt sehr, sehr kurzsichtig, sage ich mal. Also die hat eine sehr kurze Range. Ich hoffe, hier kann ich mal eben was... Habe ich jetzt Schaden gekriegt? Ich glaube, ja. Aua. Ich bin da halt einfach durch so ein Loch gefallen. Aber das meine ich mit schwammig. Jetzt kann ich erst trinken. Das klappt halt nicht immer direkt so mit Trinken und Essen. So, erstmal wieder was trinken. Hier ist eigentlich ganz schön. Hier ist man so ein bisschen geschützt. Aber ich habe jetzt leider schon ein bisschen Damage genommen durch den Sturz da. Das war keine Absicht. Ich glaube, ich kann nicht mehr schnell laufen. Bitte. Ich humpel, oder? Oh nein. Habe ich mir jetzt ernsthaft... Seht ihr das? Wie er läuft? Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen oder sowas bei dem Sturz. Oh nein. Was kann ich denn jetzt dagegen machen? Trink nochmal ein bisschen was, dann ruhe ich mich mal gleich ein bisschen aus. Vielleicht hilft das ja. Weil so können wir auf jeden Fall keine Beute mehr erlegen, wenn er so weiter humpelt. Nicht, dass wir uns jetzt schon wieder dem Tod besiegelt haben, sozusagen. Naja, ich ruhe mich mal ein bisschen aus und dann schauen wir mal. Okay, Leute, das hat jetzt wirklich ein paar Minuten gedauert, aber wir können jetzt wohl wieder laufen. Also das Ausruhen hat geholfen. Wir sind also nicht dem Tod geweiht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf jeden Fall auf Nahrungssuche gehen. Wir sollten jetzt erstmal wieder schnuppern. Oh, da unten ist was. Sollten wir eben sneaken. Keine Ahnung, ob es ein Raubsaurier ist. Oder ob es leichte Beute ist. Oh, da vorne ist noch was. Da ist ein Vogel. Aber da war vorne auch noch ein anderer Saurier. Sollte also erstmal ein bisschen warten, bis ich angreife. Und erstmal mir Übersicht verschaffen. Ihr seht es auf jeden Fall da, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zu meiner Rechten noch irgendwas anderes gelauert hat. Oh, wisst ihr was? Wir schnappen uns das Vieh. Let's go. Zack. Das hat gut geklappt. Jetzt mal kurz. Da seht ihr? Da ist noch ein Räuber. Oder irgendwas. Wir fressen ganz schnell und da verschwinden wir hier. Komm schon. Fressen und dann weg hier. Da seht ihr es? Oh nein, der ist größer als wir. Ich hoffe, das bottet uns jetzt nicht. Wir müssen hier verschwinden. Wir haben gefressen. Wenn wir jetzt hier abhauen, dann ist alles wieder gut. Okay, das sieht gut aus. Scheint uns nicht entdeckt zu haben. Oh nein, ich hänge hier fest. Oh, da ist schon das nächste Opfer. Wie es aussieht. Es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Oh Gott, er versucht zu entkommen. Okay, wir haben es erlegt. Ach, ich werde langsam besser, Leute. Aber schnell fressen. Oh, sieht gut aus. Wir sind wieder komplett voll. Wir sollten jetzt auch, glaube ich, nicht weiter fressen. Können uns jetzt erstmal kurz hier in den Busch chillen. Ich habe jetzt noch eine ganze Weile nach Essen gesucht. Hab aber nichts gefunden, bin jetzt nochmal hier runter zu dem Gewässer gegangen, will mich jetzt nochmal eben voll trinken. Und dann werden wir uns ein schönes Plätzchen suchen. Okay, das war nur die heiße Quelle. Ein schönes Plätzchen suchen, um uns dort sozusagen hinzulegen, eine kleine Pause zu machen. Und beim nächsten Mal spielen wir dann hier weiter. Ich glaube, so schlecht sind wir gar nicht dabei. Wir können ja gleich mal gucken, wie weit wir schon gewachsen sind. Aber dieser Run scheint echt gut zu laufen. Ich werde mich mal hier irgendwo im Wald, nicht zu nah am Wasser... Gehen wir mal hier noch so ein Stückchen weg. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja nochmal irgendeinen kleinen Snack. Aber es scheint mir nicht so. Ich habe mich vorhin auch sehr, sehr weit vom Wasser entfernt, um mal zu gucken, ob ich irgendwo was zu fressen finde. Habe aber absolut gar nichts gesehen. Auch mit dem Schnuppern nicht.
Egal, ich würde sagen, wir legen uns dann mal eben hier in den Busch und schauen dann mal eben. Ich bin bei 0,69 von 1,0. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also wir haben schon einiges geschafft. Und ich würde sagen, ich werde dann jetzt hier die Folge beenden. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir besser werden. Vielleicht können wir das Ganze ja mal in einem Livestream spielen. Und dann können wir auch zusammen eine Gruppe bilden und sowas. Dann könnt ihr mir sicherlich die ein oder anderen Ratschläge geben. Und gemeinsam kann man hier sicherlich auch viel besser überleben. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Dandy.